Hallo, also ich bin der Max Höfler und das ist der Keksi. Wir beide machen im Forum Stadtpark die Literatur, also Organisation und so Zeug. Wir kennen uns vielleicht eh schon von anderen Videos, also Sie wissen schon, wie das jetzt rennt. Am Schluss sehen Sie dann eine Zusammenfassung, also wenn Sie das überspringen wollen, sind wir Ihnen nicht gram. Aber, und wir probieren das aber eh recht würdevoll irgendwie über die Bühne zu kriegen. Und also wir wollen Sie jetzt einladen natürlich. Und wir hoffen, dass Sie auch dann kommen ins Forum Stadtpark. Das würde uns total freuen, uns beiden, den Keksi und mich. Und Sie wollen natürlich auch Gründe wissen, warum Sie zu uns kommen sollen. Weil ohne Grund würden Sie das wahrscheinlich nicht machen, einfach nur so. Aber ich habe so viele Gründe, das können Sie fast gar nicht glauben. Und zwar der erste Grund ist der, dass Franz Hobel bei uns liest. Das ist der erste. Also da brauche ich Ihnen nicht wirklich was sagen, oder Franz Hobel, das ist, ja, den kennen Sie sowieso. Zur Ilse Kilic, die auch noch gelesen wird, brauche ich Ihnen auch nicht viel sagen, weil die kennen Sie wahrscheinlich auch. Also die vom fröhlichen Wohnzimmer, also die machen immer echt super Sachen. Also Fritz Wittheim und sie Literatur, Comics und Musik, also das sind so tausend Sasser. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es stimmt, also sie können alles. Und vor allem schreiben. Und vor allem Ilse kann das super. Und dann ist auch noch der Enno Stahl, der kommt auch noch. Enno Stahl, weiß nicht, ob Sie den kennen, aber den können Sie dann kennenlernen. Hautnah. Wirklich, das können Sie dann, ich weiß nicht, ob Sie ihn anfassen dürfen, ich weiß nicht, ob das geht, aber vielleicht schon. Das müssen Sie mit ihm reden, das will ich jetzt überhaupt nichts sagen. Also, Enno Stahl, der kommt extra aus Düsseldorf, was aber nicht stimmt, sondern aus Neuss. Dort gibt es eine Raketenstation. Wirklich, da gibt es wirklich eine Raketenstation, aber die ist stillgelegt worden. Und er wird Bilder zeigen, der Enno. Und die können Sie sich anschauen. Und der wird nicht nur Bilder zeigen, sondern auch großartige Literatur vorlesen, die er geschrieben hat, natürlich. Und das sind dann nicht alle Gründe, also es gibt dann noch viele Gründe. Nämlich danach. Und das ist echt wärmstens zu empfehlen. Dann geht's ab in den Keller. Dort ist so ein Konzert, ein Postrock-Konzert. Also drei Postrock-Bands spielen da. Und zwei davon stellen ihre neuen Platten vor. Und dann gibt es noch einen Special Guest, der ist aus Berlin und Leeds. The Pattern Theory heißen die. Da können sie dann ihr Haupthaar schütteln. Oder er, also der Keksi, der schüttelt dann. Also der hat ja nur Haupthaar. Ja, aber das ist irgendwie. Es dehnt sich schon wieder, nicht? Es ist irgendwie jetzt schon wieder so. Es wird schon wieder so lang, die Einladung. Habe ich das eigentlich gesagt, dass das das schon den Samstag ist? Wahrscheinlich. Also es ist den Samstag am 29. 29.10.2011 um 19:30 Uhr fängt das Ding an. Und ich freue mich schon. Also das wird beide Ebenen des Hauses werden da bespielt. Das ist fast so wie beim Triple Decker, der gestern war. Jetzt haben wir eigentlich eh so lang gemacht, jetzt ist es eh schon wurscht. Da erzähle ich Ihnen auch noch was von dem Triple Decker. Also das war echt der Hammer. Da waren gestern so viele Leute. Und auf allen drei Ebenen gab es Musik, Literatur und Performanzen. Also da hat die zweite Liga was gemacht, also und da auch, also die hat eine so Performance-Installation im Salon gemacht, haufenweise Musik, es gab, der Abend wurde mit Literatur irgendwie eröffnet und da hat mein Kollege hier echt über die Stränge geschlagen. Ja, heute leckt er seine Wunden. Gell, Keksi? Schrecklich. Also, und am Samstag, also jetzt am 29.10., geht's schon wieder weiter. Also, jetzt mit Franz Hobel und so und wieder, also auf zwei Ebenen.
Also es wird nicht so schlimm werden für ihn, wie jetzt beim Triple Decker. Also da wird er nicht so lange wegbleiben, nehme ich mal an. Ja, aber Sie können das im Forum Stadtpark am 29.10.2011. Und wer bis hierher durchgehalten hat, das Video anzusehen, für den gibt es jetzt noch etwas ganz Spezielles, von dem ich noch nicht genau weiß, was es ist. Also Sie können mir jetzt zuschauen, beim, wie man das überlegt, was ich jetzt gerade, also was Ihnen Spezielles machen, also darbieten kann. Aber mir denke, also ich glaube, das wird heute echt nichts mehr. Juh. Aber am Samstag, das wird sicher super. Also mit dem Franz Ober und der Isa Kilic, also die vor allem auf einem Backel zu sehen und dann noch Enno Stahl dazu. Also das wird echt nicht schlecht. Und dann Musik unten im Keller, Eintritt frei, also oben halt. Bei unten weiß ich nicht, wie das genau ist, aber die Lesung ist auf jeden Fall gratis und also gratis, also Eintritt frei hat und so. Getränke gibt es auch. Ja, jetzt haben wir schon eine respektable Länge erreicht. Und einen gewissen Grad an, also vielleicht haben wir jetzt sogar schon zusammen etwas, also Sie beim Anschauen und die beim Reden, sowas wie Trance erreicht, also ein Trance-Zustand, weil Sie nämlich, also ist Ihnen wahrscheinlich jetzt schon aufgefallen, also Sie beginnen sich, also Ihr Hirn wird sich schon langsam so paralysieren, also so ein bisschen, es wird ein bisschen weicher. Ja, klar. Also, man versteht sich ja irgendwie auch von selbst oder so. Wenn man das da anschaut, jemand irgendwie beim Reden zuhört, der eigentlich seit geraumer Zeit also nichts mehr zu sagen hat, also am Anfang, das war ja recht informativ vielleicht noch, also das mit dem Franz Hobe und mit der Isa Kilic und mit dem Enno Stahl und dann unten die Musik und so, und vielleicht hat das mit dem Triple Decker sie auch noch interessiert. War quasi so ein bisschen ein Review oder sowas. Und jetzt wird es redundant. Aber durch die Redundanz entsteht dann natürlich dieser Effekt, dass die Länge dann so was Hypnotisches kriegt. Und vor allem, also ich weiß nicht, das wird man wahrscheinlich nachher nicht hören, also die Katze, also der Keks, Entschuldigung, mein Assistent. Jetzt bin ich voll, also jetzt ist es diese Aufnahme wahrscheinlich auch kaputt, weil ich extrem aus der Rolle gefallen bin und meinen Assistenten hier als Katze bezeichnete. Jetzt wird er wahrscheinlich kündigen, der Keksi. Oder? Wenn wir Glück haben, hat er es auch nicht gehört. Ja, aber das Bild wird unruhiger. Sehen Sie übrigens da hinten? Moment, das ist ein bisschen schwierig mit dem Finger. So, hier, dieses Bild. Dieses Bild hier zeigt übrigens meinen Kollegen hier, also den Assistenten, meinen Assistenten Keksi. Das ist seine Gattin. Die heißt. Also, nein, das geht sie überhaupt nichts an, wie sie heißt. Also, die wohnen auch bei uns unter Miete. Also, es ist eine ganz konsequente Auflösung von Kunst in Leben und so. Deswegen müssen wir da zusammenleben. Ja, manche würden sagen, eine falsche Aufhebung, weil Arbeit und Kunst und so. Das ist irgendwie doch nicht so die wahre Aufhebung. Naja, aber ich habe unseren Assistenten bei uns aufgenommen. Ja. Und
dieses Bild hier. Ja, da. Das sehen Sie. Das war 1987. Da war ich in Kanada, New York, Wisconsin. Und dort bin ich zum König gekrönt worden. Und das zeigt meine Königskrönung. Also da gibt es ja ein kleines Königreich irgendwie. Ist total kompliziert. Und erlogen. Ich kann es zugeben, das war nur eine Lüge jetzt von mir. Das war jetzt einfach eine Lüge. Tatsächlich. Ja. Und hier ist es aus. Na, Moment. Ach so, Moment. Also ich kann doch nicht aufhören mit der Lüge. Oh, Scheiße. So, jetzt ist er auch noch weg. Also, natürlich ist es keine Lüge, dass also jetzt den Samstag jetzt eben vor dem Stadtpark eine Lesung stattfinden wird mit Franz Hobel, mit Ilse Gillitsch, mit Enno Stahl, dass danach im Keller eine, zwei, drei Bostrock-Bands spielen werden, die wahnsinnig gut sind. Und es ist keine Lüge, dass es keinen Eintritt gibt. Also es gibt keinen Eintritt. Ja. Was muss ich da eigentlich so viel herumreden? Kommen Sie einfach. Habe ich das jetzt erreicht, dass Sie... Ja, vielleicht. Auf jeden Fall verbleibe ich mit extrem freundlichen Grüßen. Mein Assistent, dem ist es allzu peinlich geworden. Und der will mit dieser Sache jetzt nichts mehr zu tun haben, mit dieser Einladung. Aber naja, das war es eigentlich schon. Das muss man ihm zugestehen. Man muss nicht bei jedem Scheißdreck mitmachen. Ja. Es gibt viele Dinge, die man auslassen kann. Aber nicht den Samstag im Forum Stadtpark. Deswegen, ein letztes Mal, kommen's bitte. Seien's nicht blöd. Tschüss. Samstag, Eintritt frei, Forum Stadtpark. Tschüss. Wir gehen schlafen, der Keksi und ich.